Ich sag dir, wann es losgeht. Jetzt ist vorbei. Ist schon besoffen, weil wir so weitermachen. Ja. Okay. Okay. Und bitte. Hallo, wir feiern natürlich den Tag der Trinkhalle. Und hier, wie ihr seht, bei mir ist schon die Hölle los. Nein. Also im Prinzip, in der Kamera. Du siehst, du musst hier nicht über die Idee gleich einfach. Dann gibst du die Auflösung, was wir hier feiern. Und dann sagst du einfach, was hier los ist. Das kannst du einfach noch erzählen. Hier ist super viel los mittlerweile. Und deswegen muss ich mich jetzt auch wieder um meine Gäste kümmern. Also Prost. Schön, dich haben wir. Wir feiern natürlich Einmal erzählen, was hier los ist, was Prost und was hier gleich ist. Aber die Musik brauchst du ja. Christian! Alles klar? Ja, Chef. Ja, was ist die Schlange? Du werdet mal gekauft für uns. Nee, alles lecker, trinke, trinke, ne? Okay. Schnell den Wodka. Hier ist dann einfach mit dir. Ich kenne den. Ja, heute wird Zeit. Viele, viele. Ach ja, das ist so schön. Ja, Bierchen, ja. Ja, noch Bierchen. Ein selber. Ha? Die beiden Affe ist Bäcker. Hast du weggeschmissen? Die beiden Affe. Was für ein Affe? Frau. Frau war ein Affe? Ja, zwei Jahre, alle Affe. Echt? Wie, bist du alleine? Ich bin alleine für zwei Jahre. Ach. Wie ist deine Frau nochmal? Ja. Deine Frau, die du hattest. Wie ist sie? Die Frau dein Danzig gefahren. Du Danzig, ne? Ja, aber du hattest doch hier eine Frau gehabt, oder nicht? Du hast doch nie alleine gelebt, oder? Ja, du hast 15 Jahre. Ja. Okay. Du bist genannt drauf. Ja, also richtig, machst du richtig. Was einem nicht gut tut, das schafft man ab. Sag, was einem nicht gut tut, das schafft man ab. Lange Brot ab. Danke, Heiko. Danke, wir hauen ab. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao.
Sie konnte ja gilt es sich zu verdecken, wissen wir ihre Wissen, die sich selbst suchen und dann zu vernetzen, denn ich spreng Speicherkapazität mit Input und denk weiter beim Reden, wir sind gut, dass ich Worte auf selbst und Zeilen legen mit der Widmung für alle, die gleich klein beigeben und nichts tun, aber ständig von Reife reden und sich mit Rhythmus und Kreise drehen in ihrer geistigen Entwicklung. Man kann sich leichter was einreden in Richtung vom Regen, man richtet das Wissen in seine Gedächtnislücken und stiftet es danach komplette Verwirrung. So muss man sich gleich eingestehen, dass man im Irrtum liegt und nicht alles sinnvoll ist, was man sagt, wenn man selber schon hier tot ist. Auch wenn ich jedes Mal Beats höre und mich auf der Stelle in Geistesblitz trifft, heißt es nur, dass ich die meiste Zeit über mein eigenes Gleichnis bild. Ich mache mir keine Gedanken über erreichte Skills, sondern schreibe im stillen Teil mein zweites Ich und verteile es wild. Der nächste Text, der hat, glaube ich, keinen Namen, ist ein uneheliches Kind von einer schlaflosen Nacht und ihr. Ich will nicht durch Wissen glänzen, ich will wie die Sonne brennen, um Ellen und Längen über Grenzen hinweg bis zu den Sternen, Sätze mit Gefühl senden, bis selbst die Letzten die Reste der Klangfetzen entdecken und feststellen, dass sie fresh sind. Als wäre es selbstverständlich, dass ich durch unendliche Nächte hindurch denke und spreche, dass alle aus Furcht gleich denken, ich sei besessen, verrückt und nicht mehr zu retten und nur ruhig zu stellen durch Vernunft und ihre Kette. Diese Fessel der verklemmten Gesellen unter den Menschen dient als Etikette und verschließt ihre Fresse. Im Interesse aller schätze ich es unmöglich, es wäre das Beste zu vergessen, dass Slam Slam ist, um sich ein bisschen zu relaxen. Ich wechsle und setze Worte so, als seien sie berechtigt, sich von allein in deine Ohren zu verschanzen, in jede Form zu verwandeln, um jede bestehende Norm nochmal von vorn zu gestalten. Von wegen, alles bleibt beim Alten. Altes wird alt, stur, starr und verkalkt und liegt am Ende tot und begraben mich. Kultivier den Garten und multiplizier den Wahnsinn, der dich du motiviert und aus der Bahn bringt, bis du echauffiert aus deiner Bahn springst und mich fragst, was ist? Ich spinn und web Texte im Sinn von Ming. Alles ist möglich, aber nicht zwingend, denn ich teile mit dieser Welt meine lieben Gleichnissen und erreicht die meisten Gleiche mitten ihrer Herzen und erweist mich eher eigen als leichtsinnig. Die Leute sagen, Zeit ist Geld, ich hab beides nicht. Ich teile mich durch zwei und lass die eine Hälfte arbeiten. Die andere schreibt und sammelt Input für den stetigen Hirnfluss. Du liegst im Irrtum, wenn du denkst, ich hätte Zeit zum Schlafen, geh zum Zirkus, wenn du unterhalten lernen willst. Bei mir gibt's Infos gratis. Meine Nerven sind schon so dünn wie die Membran ist, in die ich spreche. Die Basis, woran ich denke, wenn ich grundlegend das Herz in Platz würde sagen. Ich flex. Nazis wurden vom Gangster weggedisst. Wieder herrscht ein Durcheinander im Saal. Die Facebook-Kommentarfunktion schlug mit dem Häuschen. Ja, super. Lautstark auf den Like-Button und rief: Ruhe im Saal, sonst zeige ich den Schweinefuchs. Kurz, ja. Sofort war es Nutzmäuschen still, denn von dem Schweigefuchs hatten alle Angst. Aber das arbeiten hier. Oh, der ist ausgerutscht. Scheiße. Der Anglizismus erhob als erstes den Rekord. Ey, ich auch. Kann es sein, dass ihr Windows-Folgen selber checkt? Und du kümmerst dich, dass die Wand wegkommt. Merkt ihr nicht, wie fake das alles ist, was ihr so spittet? Manche Loser können halt keinen Style. Jamaika Boys. Das hat 1:1 von Tonermann übernommen. Wo ist die denn fertig? Kaffeepause gemacht. Der Neologismus stand ihm bei. Ey, YOLO! Jetzt mal Schluss mit dem Shitstorm hier. Der Mutterwitz ist voll sick und braucht Support. Der Mutterwitz stirbt, denn er geht atemlos durch die Nacht. Sang da plötzlich Helene Fischer, die beste Freundin des Zweckreim-Massakers. Da wurde es mir langsam zu bunt. Als Anführer des Sprachverfalls erhob ich mich und meine mächtige Nase funkelte im Licht der untergehenden Sonne des Abendlandes. Mit wuchtiger Stimme und nur ganz leicht angenuschelt verkündete ich: Maul jetzt, ihr Pimmelberger! Ich rasiere euch mit Shampoo! Ich rette deine Mutter wird's jetzt immer länger hier, ihr scheiß Hamburger! Deine Mutter ist so hässlich, dass deine Augen zu Rosinen verschrumpeln! Deine Mutter ist so fett, dass ihr Bauchnabel nebenher als Friteuse arbeitet! Deine Mutter rennt durch die Savanne und reißt Antilopen! Deine Mutter hat Bingo-Verbot, weil sie die Kugeln aufgelutscht hat! Deine Mutter ist beim Poetry Slam und liest aus dem Telefonbuch vor! Während ich sprach, öffnete sich die Wolkendecke und ein einzelner Sonnenstrahl fiel auf den Mutterwitz. Seine Augen glänzten, er atmete tief ein, sprang aus dem Rollstuhl und rief: Ich bin geheilt! Gepriesen sei deine Mutter! LOL! Dankeschön! Ja,
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen an dieser Stelle eine kleine weitere Pause. Ganz viel das Programm. Nach 20 Minuten wollte ich gerade die nächste SMS an meinen besten Kumpel Sigi schicken, als sie mich plötzlich anrief. In Tränen aufgelöst sagte sie, dass sowas nicht verdient hätte und sie selbst nicht wusste, was sie geritten hätte, als sie mit Sigi geschlafen hatte. Ich antworte nur trocken, dass ihr aber wüsste, was Sigi geritten hätte. Ich füge ihnen zu und was noch? Sie stockte kurz und beichtete schluchzend, das wollte ich besser machen, dass die Sache mit Sigi schon seit 2 Jahren laufe und sie verstehen könnte, wenn ich das hier umlernen würde. Ich kann nicht. Diese SMS hat mich sehr viel gemacht, dass ich das mir jetzt nicht schon nie gefahren hatte. Oh.